Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu HTML. So, heute geht's weiter mit irgendwelchen Input-Types für eure Form, damit die Form richtig, richtig geil wird. Und ja, es sind in HTML5 ein paar sehr, sehr coole neue Forms dazugekommen, die ich wirklich feiere. Die machen irgendwie die Website so richtig schön interaktiv und fast schon wie so ein richtiges GUI-Fenster. Deswegen, ja, wenn ihr mich gerade nicht verstanden habt, ist nicht so wild. Ich zeige euch einfach jetzt noch ein paar coole Sachen, mit denen man viel anstellen kann. Und zwar Type Color. Wir fangen einfach alphabetisch ganz oben an und hören ganz unten auf. Mit dem Typ Color kann man eine Farbe auswählen lassen. Sieht ziemlich witzig aus. Man muss aber hier auch wieder den Namen logischerweise angeben, wie bei jeder Form. Und den nenne ich einfach mal hier Farbe. Genau, und jetzt müssen wir einfach hier einen kleinen Input-Typ, ja, das war es eigentlich auch schon. Also hier könnt ihr jetzt so eine Farbe auswählen lassen, sieht folgendermaßen aus. Hier habt ihr erstmal so ein schwarzes Teil und wenn ihr hier drauf drückt, das sieht übrigens in jedem Browser anders aus. In Firefox ist es so ein komisches, rundes Teilchen. Hier haben wir sowas und hier ändert sich die Farbe dann immer. Hier könnt ihr den Hexcode angeben, zu Hexcodes mache ich wahrscheinlich nochmal ein gesondertes Video. Aber ja, hier könnt ihr super geil eine Farbe angeben und auch wenn ihr eure eigene Website designt, ist es ziemlich nützlich, wenn man sich die Farbe irgendwie so picken kann, dass man gerade was Passendes hat. Also ziemlich geil. Ich nehme jetzt hier einfach mal ein... Na, ich kriege das Giftgrün nicht so ganz hin. Doch, jetzt habe ich es. So, ein wunderschönes Giftgrün und schon sind wir hier fertig. Das heißt, wir haben hier ein Giftgrün ausgewählt und wenn ich jetzt hier auf Klick mich komme, dann haben wir hier oben ein Farbe und dann 233 39 FF00. Was das genau bedeutet, dieses Prozent 233, ja, merken wir uns jetzt einfach mal, wir geben hier 00FF an, damit wir es uns merken können und klicken hier drauf. Dann sehen wir, dieses Prozent 23 ist nicht Teil der Farbe, aber 00FFFF ist die Farbe. Das hier vorne, das ist, um genau zu sein, dieses Hashtag-Zeichen. Das wird hier oben einfach mit übertragen. Ist im Prinzip auch nur ein Eingabefenster, aber man kann hier halt super eine Farbe machen. Achtung, wenn ihr einen alten Browser habt, dann wird es vielleicht nicht unbedingt supported, also unterstützt. Dann steht hier ein einfaches Textfeld, wo man die Farbe eingeben muss. Also sowas wie Hashtag, ups, das ist vielleicht nicht unbedingt das Beste. Hashtag und dann die Farbe 00FFFF. Was natürlich nicht so gut ist wie so ein Farbpicker-Teil und dann muss man hier auch nochmal sicherstellen, dass auch wirklich eine vernünftige Farbe rausgekommen ist dabei. Ja, also auf jeden Fall prüfen, falls ein alter Browser dabei ist, kann hier Mist bei rauskommen. Das heißt, die Daten immer schön prüfen, wenn ihr irgendwas hier auswerten wollt. Wie das ausgewertet wird, zeige ich euch übrigens noch irgendwann mal. Aktuell unterstützen tun es, glaube ich, Chrome, Firefox, Internet Explorer, soweit ich weiß, wahrscheinlich wieder nicht. Aber Chrome und Firefox sind eh die wichtigsten, von dem her alles gut. Safari wäre auch noch wichtig, bei dem weiß ich es gar nicht so genau. Okay, ja, was wir auch noch haben, ist ein Typ, ich kopiere das hier einfach mal, dann muss ich nicht immer so viel tippen. Der Typ, zum Beispiel Geburtstag, ein Datum, Geburtstag. Da haben wir als Typen, ups, nicht Data, sondern Date. Das Date sieht genau so aus, wie man sich erwarten würde. Hier kann man aus einem Kalender ein Datum auswählen. Ihr seht, wir haben heute gerade den 12. März. Ich bin sehr früh dran. Und wir können hier den Monat auswählen und ja, dann das Datum hier picken und wir können es auch wieder löschen. Ziemlich geil eigentlich, super Feature. Ja, aktuell unterstützt, also Achtung, wenn ich hier jetzt irgendwas auswähle, dann sehen wir... Ups, nicht durch den Klick-mich-Button, sondern durch den hier. Das hier oben, 2016 minus und dann der Monat und dann der Tag kommt. Das heißt, umgedreht sozusagen. Beachtet es, wenn ihr das irgendwie abfragt. Es ist bei einem alten Browser auch einfach nur ein Textfeld oder bei Firefox. Der unterstützt das Ganze nämlich leider noch nicht. Hoffentlich kommt es bald. Soweit ich weiß, aber also wie wir sehen, Chrome unterstützt das Ganze. Deswegen zeige ich euch das Ganze auch in Chrome. Und Safari, glaube ich, tatsächlich diesmal sogar auch. Genau. Aber wie gesagt, in Firefox habe ich hier einfach ein stinknormales Textfeld stehen und muss hier alles von Hand eingeben. Also Achtung, auch hier wieder, es ist nicht immer sicher, dass ihr hier vernünftiges Datum rauskriegt. Ihr müsst es beachten. Okay.
Nächstes, was ich euch zeigen möchte, ist DateTime. DateTime ist sehr ähnlich wie Date, nur dass wir jetzt gleichzeitig auch noch eine Zeit zur Auswahl haben. Da macht dann natürlich Geburtstag nicht unbedingt viel Sinn, aber ich lasse es jetzt mal dabei. Ja, ist zwar ein geiles Feature, von HTML wird es unterstützt, allerdings aktuell noch von keinem einzigen Browser. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn ihr hier einfach ein leeres Feld habt. Also hier könnte man theoretisch die Zeit auswählen und das Datum. Aber wie gesagt, aktuell noch nicht unterstützt. Date kennt ihr ja schon, DateTime funktioniert quasi noch nicht. Als Alternative kann ich euch Time empfehlen. Time kann man durchaus hier schon auswählen. In Chrome, Firefox leider auch noch nicht. Hier könnt ihr dann auswählen, bla bla bla, 0 Uhr 5 oder sowas. Also aktuell müsst ihr für DateTime noch die Alternative Date und Time getrennt betrachten. Okay, wir haben sogar noch weitere Sachen, wie zum Beispiel Week. Da können wir hier dann eine Woche auswählen, welche Kalenderwoche wir wollen. Zum Beispiel die hier, die Woche 11 2016. Super geiles Teil. Wir können auch einen Monat auswählen, nennt sich dann Month. Ups, Month, genau. Ja, sieht man alles relativ selten. Wie gesagt, der Grund ist, dass wir hier, jetzt haben wir den März 2016 ausgewählt. Wenn ich hier auf den Submit-Button gehe, dann kommt hier oben allerdings 2016-03 raus. Also wie gesagt, diese ganzen Features, die sind alle noch recht neu und deswegen werden sie auch noch nicht von allen unterstützt, vor allem dieses Zeitzeugs. Genau. Aber was wir machen können, ist, wir können sagen, wir wollen zum Beispiel das Feature E-Mail haben. E-Mail ist ziemlich geil. Da mache ich jetzt mal wieder den Geburtstag raus. Das ist irgendwie nicht so passend. E-Mail. So, und wenn ich das Ganze jetzt hier mir angucke, F5 drücken, so sieht es dann aus. Und wir haben hier quasi einfach ein leeres Feld. Also nicht erschrecken, das ist irgendwie schon sinnvoll. Wenn man hier nämlich irgendwas eingibt, was keine E-Mail-Adresse ist, dann meckert das Ganze rum. Zum Beispiel kann ich jetzt hier ASDF eingeben und wenn ich auf Klick mich klicke, dann habe ich hier, die E-Mail-Adresse muss ein @-Zeichen enthalten. In der Angabe ASDF fehlt ein @-Zeichen. Okay, machen wir mal ein @ rein. Naja, ist immer noch keine E-Mail-Adresse, wir wissen es, aber geben Sie etwas nach dem @-Zeichen ein. Die Eingabe ASDF @ ist unvollständig. Okay, das ist schon mal gut. Ja, machen wir einfach mal .com hinten dran. Wir wissen, dass es nicht funktioniert, weil hier der Domainname fehlt. Also @nichts.com funktioniert auch nicht. Das Punktzeichen Punkt steht in der .com an der falschen Stelle. Okay, jetzt kann ich hier noch vielleicht com. angeben. Und immer noch funktioniert es nicht. Und jetzt probiere ich mal was aus. Probiere ich einfach mal ein F aus. Das hätte jetzt funktioniert. Das heißt, wir haben hier ein asdf@com.f. Klar, dass es nicht unbedingt eine E-Mail-Adresse ist, die gültig ist, aber ja, es ist schon mal ein sehr guter Anfang und so kann man eben testen, ob das Ganze eine E-Mail ist. Funktioniert sogar im Internet Explorer, aber ich glaube, Safari hat diesmal das Problem, dass es nicht so ganz funktioniert. Aber ja, genau. So, was haben wir denn noch Wunderschönes für euch? Ach ja, genau, Number. Ich habe mir hier eine Liste gemacht von den ganzen Sachen, die ich euch zeigen möchte. Und ja, Number ist das nächste im Alphabet. Nennen wir es einfach mal Zahl. Sieht folgendermaßen aus. Allerdings kann man hier noch weitere Sachen angeben. Ich kann hier ja aktuell eine Zahl eingeben von irgendwas. Also wenn ich hier drüber fahre über das Teil, dann sehe ich hier, ich kann hier sowas machen. Aber wenn ich jetzt versuche, einen Buchstabe einzugeben, dann wird es einfach gelöscht und es passiert gar nichts. Nur wenn ich Zahlen eingebe, dann funktioniert das. Ich kann hier sogar noch ein Minimum und ein Maximum angeben. Min gleich zum Beispiel 1 und Max gleich 128. Warum gerade 128? War gerade reiner Zufall. So, jetzt habe ich hier ein kleineres Feld und kann hier, wenn ich irgendwelche Zahlen eingebe, die zu groß sind und auf Klick mich drücke, dann steht hier, der Wert muss kleiner als oder gleich 128 sein. Ziemlich cool auch und wird, glaube ich, auch von allen Browsern unterstützt. Ja. So, nächstes ist Range. Range. Ja, bei der Range kann ich auch wieder ein Minimum und ein Maximum angeben. Sieht dann auch so aus. Sekunde. So, hier habe ich jetzt einen Slider von wo bis wo. Das heißt, ich kann mir sozusagen aussuchen, welche Zahlen ich gerne hätte.
Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich hier die Zahl 50, ist aktuell von 1 bis 128, ich mache mal von 1 bis 3, dann sehen wir, glaube ich, genauer, was gemeint ist. So, ja, jetzt habe ich nur noch so einen hüpfenden Slider, Achtung, er ist immer noch nicht da und jetzt springt er und jetzt springt er. Das heißt, ich kann wirklich nur Ganzzahlen auswählen, wenn ich jetzt hier draufklicke, dann habe ich die Zahl 2. Okay, kann natürlich auch alles manipuliert werden, also ich kann hier oben natürlich von Hand die Zahl 50 eingeben. Ups, das Komma hinten dran war mein Fehler. 50 angeben und es wird nicht irgendwie abgefangen. Also nur was hier irgendwie zu groß wäre, würde abgefangen werden. Aber wenn ich hier Zahl 50 angebe, ist es natürlich immer noch eine Angabe, die verarbeitet werden muss. Das heißt, ihr müsst auch wieder dran denken, es kann immer ein falscher Wert bei rauskommen und ich muss alles abfangen. Es muss alles immer noch einen richtigen Wert sein, also nicht auf den Browser irgendwie verlassen. Wie gesagt, bei alten Browsern sieht es sowieso aus wie ein Textfeld. Gut, dann habe ich noch was weiteres für euch und zwar die Search-Methode oder Search-Type. Search ist ziemlich komisch. Dazu brauchen wir auch kein Minimum und kein Maximum. Search, Suche. So, wenn ich das jetzt hier lade, dann haben wir hier so ein leeres Feld, ganz normales Textfeld. Und ja, jetzt kann ich hier irgendwas eingeben, zum Beispiel Suche. Und wenn ich auf Klick mich gehe, dann steht hier halt Suche. Das Ding ist, dass hier die Autofill-Formulare teilweise... Ja, hier sehen wir es, ich habe gerade eben Suche eingegeben, hier wird mir vorgeschlagen, ich soll doch wieder Suche benutzen. Das heißt, ihr habt hier automatisch so eine Hilfestellung für bekannte Suchen oder für Suchen, die ihr schon mal auf irgendwelchen anderen Webseiten benutzt habt, die könnt ihr hier tatsächlich schon wieder auswählen, das ist einfach durch den Browser schon unterstützt. Okay, das letzte oder eins der letzten ist, vorletzte oder sowas, ist Tel, da kann man eine Telefonnummer eingeben, allerdings, gucken wir mal nach, ob Scrum mittlerweile unterstützt, aber soweit ich das in Erinnerung hatte, war es letzte Mal noch nicht so. Genau, es ist immer noch einfach bloß ein Textfeld, aktuell nur in Safari möglich. Ist jetzt halt nicht so gut, aber man kann es trotzdem benutzen, vielleicht wird es irgendwann mal geupdatet und dann wird es unterstützt. Okay, URL ist auch so ähnlich wie die E-Mail, nur nicht ganz so strikt. Wir brauchen bei einer URL immer hinten ein Punkt und dann zum Beispiel .de und vorne brauchen wir irgendeinen Namen. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Klick mich gehe, dann steht hier, geben Sie eine URL an. Das heißt, das ist gerade nicht gültig. Sagen wir mal hi.de, keine Ahnung, ob es das gibt. Geben Sie eine URL an, ist immer noch nicht gültig. Das heißt, wir wollen vorne dran noch ein www. Ist immer noch nicht gültig. Naja, was machen wir jetzt? Sagen wir mal hier http //. Und jetzt machen wir go. Und schon sehen wir, es hat funktioniert. Das heißt, er hat sozusagen gefiltert, ob wir eine vernünftige URL eingegeben haben oder nicht. Sehr schön. Das war jetzt aber tatsächlich mal der letzte Typ. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Dort geht es dann weiter mit Forms natürlich. Was dann auch sonst. Alles klar, dann wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.